Hallo zusammen, willkommen zurück zu Minecraft Leben. So, heute sind wir im Auftrag unterwegs und zwar gehen wir heute mal gehen wir heute mal gucken, ob wir ein paar Slimes finden, weil ich brauche unbedingt Slime Balls, damit ich Slime Blöcke herstellen kann, damit ich damit eine richtig geile Falle machen kann. Ich habe nämlich, ja genau, wer wohnt denn hier? Warum sind hier zwei Leuchtelichter? Keine Lust zu farmen, hier finden sie alles. Vermiete Shopräume, Briefkästen. Aber hier ist ja gar nichts drin. Okay, wir gehen wieder raus. Wir gehen jetzt mal ganz kurz in die Farmwelt. Nein, boah. Wollte schon sagen. Zu den RPG-Folgen. Der Herr Bergmann ist ja leider noch ein bisschen krank. Deswegen kann ich in die Richtung schon mal nichts drehen. Aber ich habe ja noch einen anderen Auftrag. Und zwar den von... Boah, ich wollte mich gerade wieder aufregen. Da wäre eine... Egal. So, gehen wir dahin? Oder gehen wir dahin? Schreiben Sie es jetzt in die Kommentare. Ich würde fast schon sagen, wir gehen da. Also ich finde, wenn man so ein bisschen erkundet, dann finde ich Shader richtig cool. Zum Aufnehmen finde ich den jetzt nicht so... zum Bauen, habe ich schon mal erklärt, finde ich den jetzt nicht so geil. Aber für RPG-Folgen ist er natürlich super geil. Ja, genau, RPG-Folge. Wir haben natürlich noch den Auftrag von jemand anders. Ich glaube, es war von GLP oder von Manuel. Bin mir jetzt aber nicht sicher. Zumindest soll ich jemanden töten. Und zwar den Rahmschnitzel. Ich würde sagen, darum spinnen wir dann eine neue Folge. Eine neue RPG-Folge. Da wollte ich eigentlich vorhin was aufgenommen haben, aber ich bin erst vor einer Stunde nach Hause gekommen. Und dann war es ein bisschen schwierig, da noch zu drehen, weil diese Minecraft-Szenen für diese RPG-Folgen, da ich die meisten ja nicht aus der Ich-Perspektive mache, sind mega aufwendig. Da müssen dann immer zwei, drei Leute Zeit haben. Boah, das ist aber ganz schön krass. Also im Optimalfall bräuchte ich jetzt eigentlich Slimes. Ich denke mal, wenn es dunkel wird, werde ich den Shader mal wieder ausmachen. Und Slimes und dann ein Pferd. Dass ich dann ein Pferd finde. Ich könnte mir natürlich wieder einen züchten. Ich muss auch eine Leine bauen. Boah. Also wenn es so heiß ist wie hier, dann... Oh, Kühe. Dann gehe ich gerne da rein. Ich habe ja mein Schwert repariert, zum Glück. Da ist ja Looting drauf und so. Lohnt sich auf jeden Fall. Da kriege ich ja ordentlich Leder raus. Leder. Guck mal, 11 Leder schon. Nur ein paar Kühe geschlachtet, weil ich brauche auch ein paar Bücher. Book and Quill. Und deswegen Federn habe ich genug. Leder bräuchte man eigentlich noch. Boah, Alter, 16 Fleisch, ne? Ich brauche im Grunde gar keine Farben. Ich gehe ab und zu mal hier rein. Ich glaube, ein paar Leute kaputt. Diamanten wären eigentlich noch ganz cool, aber ich hoffe ja, dass ich die Bezahlung ein paar Diamanten bekomme. Als Bezahlung ein paar Diamanten bekomme. So ist, glaube ich, der Satz richtig. Und wir gehen weiter. Habe ich hier ein Tier gehört? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, Hühner habe ich jetzt keinen Bock. Hier müsste doch eigentlich Slime spawnen. Ne? Warte, wo ist die Sonne? Da ist sie nicht, da ist die Sonne. Und ich glaube, die Sonne geht gerade unter. Das heißt, hier könnten rein theoretisch Slime spawnen. Ich weiß gar nicht mehr. Früher war es halt, dass sie nur im Sumpf gespawnt sind. Ist das heute auch noch so? Ich weiß es nicht. Na, wir probieren es einfach mal aus. Ich würde fast schon sagen, wir warten mal ganz kurz, bis es dunkel wird. Und dann suchen wir uns ein cooles Pferd, obwohl letztes Mal haben wir absolut kein Pferd gefunden. Also letztes Mal, als ich gesucht habe, da habe ich nicht aufgenommen, da habe ich einfach nur ein Pferd gesucht. Aber viele... Oh, ein Hoppeläschen! Guck mal, ich esse... Ah ne, ist ja... Das ist ja Schaf. Glaube ich. Ich glaube, das ist Schaf. Und wer wissen möchte, wer heute alles auf dem Server ist, der guckt einfach mal hier in diese Tab-Leiste. Da ist immer alles drin. So. Gut, wir warten nochmal ganz kurz, bis es dunkel wird und laufen dann über die Ebene und hoffen mal auf Slimes. Ich brauche unbedingt Slime-Blöcke für Fallen und so einen Scheiß und für die dunkle Bruderschaft. Und ich weiß nicht, ob ich das schon erzählt habe, ich gucke immer da oben, ob die Kamera noch läuft, dass die nächste RPG-Folge am... Na, du kleine Schaf. Na, du Schaf. Am Wochenende kommt. Samstag oder Sonntag. Wahrscheinlich wird es nicht mehr... Also, wahrscheinlich wird es wieder relativ kurz werden. Aber seid mir da bitte nicht böse. Ist halt super aufwendig, in dieser dritten Person aufzunehmen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich das jetzt quasi so mache, wie jetzt hier so. So. Und dann baute ich diesen Block ab. Oder ob ich es halt in dieser Außenansicht mache, wo man halt von außen was sieht. Ich denke mal, von außen ein paar Szenen sind auf jeden Fall cool und
Sehen auch richtig nice aus. Guck mal, hier ist eine richtig dicke Schlucht. Boah, da hab ich voll die Idee. Lauf, Wasser! Lauf! Okay, aber wenn ich diese Idee habe, dann sind Shader natürlich super scheiße, weil da unten dunkel ist. Oder dunkler. Dunkler. Ich meine, die Rohstoffe sind natürlich hier auch sehr begrenzt, aber... Oh mein Gott, eine geile... Aber zumindest sieht man hier schon mal relativ viele Wände. Wenn ich mir eine Vanilla-Welt vorstelle, ne, ist das so ein Unterschied. Also eine normale Welt, da sind so viele Rohstoffe, da würde ich jetzt hier ohne 4 Stacks Kohle nicht wieder rausgehen. Und hier ist jetzt mal so, wenn ich jetzt alle Rohstoffe zusammenzähle, die in dieser Spalte zu sehen sind, habe ich insgesamt grob geschätzt, wenn ich jetzt die anderen noch nehme, 0. Also gehen wir wieder hoch. Und ich glaube, es wird gar nicht dunkel, oder? Oder meine ich das nur? Wird das dunkel? Ich glaube, die Folge ist voll für den Arsch. Ne, aber eigentlich nicht. Eigentlich will ich ja erzählen. Genau, ich wollte ein Pferd holen. Also von der Idee her. Kuh! Ich bin leicht abzulenken. Stirb! Von der Idee her, am besten wäre natürlich Slime Balls. Dann kann ich mir eine Leine machen. Ich habe natürlich auch Fäden mitgenommen. Ich glaube aber einen zu wenig. Und eine Werkbank. Dann eine Horse Armor, die ich in einem Dorf gefunden habe. Und einen Sattel. Oh, es wird dunkel. Awesome. Und dann finden wir ein Pferd. So. Und jetzt, wo wir beim Pferd sind, würde mich mal interessieren, was für einen Namen denn dazu passen würde für mein Pferd. Sprich, ich habe ja so eine kleine Rolle so, also als dunkler Lord. Ich habe ja ein kleines Häuschen gebaut. Viele Leute gefällt es auch, dieses wunderschöne Häuschen. Ich habe natürlich noch viel vor im Untergrund. Untenrum habe ich noch viel vor. Vielleicht versetze ich irgendwann mal auch das Lager und mache alles voll mit Fallen. Mal sehen. So, jetzt wird es gerade dunkel. Boah, das Schwert ist so geil mit diesem Looting, ne? Ich glaube, 4 Diamanten hat er gekostet und einiges an Level, das zu reparieren. Los, Slimes. Hüpft. Also ich wäre für Slimes jetzt echt dankbar. Aber hier spawnt ja gerade nichts. Weder Monster, noch Pferde irgendwo, noch Slimes. Oh, hier ist Sand. Noch Kohle, noch Rohstoffe, nix. Da, guck mal, ich guck da rein und sehe Steine. Und wenn ich hell mache, sehe ich auch nur Steine. Ich nehme jetzt die Fackel wieder mit. Weil Kohle finde ich ja auch nicht. So, dann gucken wir nochmal hier und da und da. Oh, Monster. Aua. Okay, ich würde fast schon sagen, jetzt wo der Spawn beginnt, laufen wir nochmal Richtung Sumpf. Oh, der war aber knapp, ey. Leck mich mal. Oh, Tintenfische. Tintenfische nehmen wir natürlich auch mit. Wenn die schon mal hier so nett auf der Oberfläche schwimmen, dann stecken wir da auch mal ganz gerne ein Schwert rein. Aber ich glaube, warte mal. Wo spawnen? Slimes! Also wenn ihr Ideen habt für einen Namen für ein Pferd, dann schreibt es jetzt. Und zwar genau jetzt in die Kommentare. Noch des Weiteren haben Leute, glaube ich, schon gesehen, zu meinen, im Sumpf meistens geil. Danke. Okay. Haben viele wahrscheinlich schon gesehen, und zwar Texturio ist ja quasi so eine kleine inoffizielle Seite für Minecraft-Projekte. Bei manchen Projekten auch offiziell. Bei Leben glaube ich nicht mehr so direkt jetzt, aber da gibt es jetzt eine sogenannte Fanart-Sektion, die ohne Scheiß richtig cool ist, weil da könnt ihr quasi eure Fanarts hochladen, könnt dann die Leute verlinken, die da drin sind, was weiß ich, Germ Let's Play, Debitor, Holly, Zombie und so, können da quasi alle verlinken. Und dann könnt ihr das Ganze teilen, entweder auf Facebook oder Twitter. Und so habt ihr quasi immer einen Ort, wo die Dinger halt gesammelt sind und wo man die halt relativ gut sehen kann. Wo die auch viele andere wahrscheinlich sehen. Und deswegen guckt einfach mal in die Videobeschreibung. Das ist ja Texturio. Und da könnt ihr das Ganze dann euch mal reinziehen. Da kommt auch einmal eine Woche immer so ein Webseitenvideo, wo ich dann immer ganze Feedback aufsauge von euch, eure Tipps.
Und da mache ich so ein Webseitenvideo, was geändert wurde, weil da passiert doch schon so, ich sag mal, einiges. So, mit dem Handy geht's leider noch nicht. Also die Leute, die jetzt gerade auf dem Handy sind, habe ich euch erwischt, da funktioniert es leider noch nicht. Hier ist nix im Sumpf. Hier ist weder ein Pferd, noch ein Slime. Hier ist ja so gar nichts. Okay, wir laufen noch ein paar Minuten rum. Komm her, Spinne. Gib mir noch einen Faden hier. Dankeschön. Woraus droppt wohl dieser Faden? Oder muss ich einfach nur ein bisschen so stehen bleiben? Und dann? Explodiere ich gleich wahrscheinlich. Aber und dann spawnt irgendwas, oder? Komm. Komm, Spiel. Ich hoffe doch, dass... Oh nein, der heilige Wasserblock. Warum schwebt denn da ein Wasserblock? Was für ein komischer Map-Generator hier ist, ey. Keine Steine mehr. Kann ich die haben? So, lol, hier war... Oh nein. Ich wollte gerade reingucken. Weil hier ist, glaube ich, schon einer reingefallen, weil da oben war ein Cobblestones. Oh, der Eiermann. Okay, jetzt der nächste Witz wäre blöd. Ich wollte irgendwann mit Eier sagen, aber irgendwie ist das der... Oh mein Gott. Aber hier sind keine Slimes. Nirgendwo. Aber woher haben die Leute denn dann die Slimes? Das sind ja nur was Monster. Komm, ich hau mal mit der Spitzhacke. Ich weiß nicht, nutzt das dann auch ab, wenn ich das mit der Spitzhacke kaputt hau? Ich bin mancher so, aber ich spiele schon voll lange Minecraft, ne? Aber manche Sachen sind einfach nicht so schlüssig. Keine gute Idee. Guck mal. Ich wollte jetzt gerade meckern. Der dreht sich bestimmt instant um und schießt mir mit dem Kopf. Weil er weiß, dass ich komme. Aber es war nicht so. Und hier dachte ich, könnte ein paar Schweine killen, aber die ganze Zeit am Berg runterhüpfen haben wir jetzt gar keine Lust. Deswegen nehme ich nur die oberen weg. Und wir laufen, wenn wir schon mal dabei sind, hier durch diese Schlucht. Weil es ist ja auch relativ viel Stein, da könnte man vielleicht ein oder anderen Kohlevorkommen sehen. Oder vielleicht hier Eisen, oder vielleicht finde ich ja auch mal... Warum wird der Rohstoffspawn so runtergesetzt, jetzt mal im Ernst? Einfach nur, damit ich lange spielen muss und suchen muss und mich aufregen kann oder was? Oder warum? Man halt länger spielen muss? Hat doch keinen Sinn. Na, meine Schweine. Neue Schweine. Hier ist aber so nicht. Okay, wir gehen nochmal zurück. Vielleicht ist ja jetzt was gespawnt im Sumpf. Also wenn jetzt gleich... Geilo! Also hat gerade jemand geschrieben. Also wenn jetzt gleich hier nichts spawnt, dann gebe ich das auf. Dann suche ich lieber Diamanten, die ich nicht finde. Und bin super traurig. Ach Mann, ey. Lecker Fleisch. Aber so eine Tour hier lohnt sich auf jeden Fall zumindest für Essen und so. Und für alle anderen Rohstoffe, außer für die, die man sucht eben. Ich meine, Erde findet man hier ohne Ende. Steine, das sieht ja so ein bisschen aus wie bei Varro. Varro Anfang, glaube ich. Varro 1 so, zwischen den Bergen vorbeigelaufen. Oh, da sind ja zwei Skelette gespawnt. Drei Schafe. Vier Schafe sogar. Oh. Okay, Schafe kann ich sogar mit einem Schlag erledigen. So, Leute. Habe ich Holz mit? Habe ich nicht. Komm, wir versuchen nochmal eins. Wir versuchen jetzt echt nochmal... Aua. Komm mir nicht zu nah. Pass auf. Eins, zwei... Vier Holz. Wir holen uns vier Holz. Ich mache mir noch eine Werkbank, weil ich's war jetzt eigentlich total blöd. Aber so kann ich jetzt die stehen lassen und muss die nicht mehr abbauen. So, das war cool. Machen wir dann da zwei Boote. Und fahre da mit diesem Boot auf eine lange Reise. Fand ich auch lustig, weißt du? Du hast das nicht verstanden. Lange Reise heißt töten. Das war mir schon klar, aber ich wollte halt so ein bisschen so einen Witz reinbringen, dass Leute aufpassen sollen, was sie schreiben in ihren Aufträgen. Weil das vielleicht genau so passieren kann. Slime-Suchmodus aktiviert. Oh Mist, Blätter, Seerosenblätter. Es leckt. Komm schon.
Ein Hase. Ich glaube, ich suche aber gleich noch offscreen hier weiter. Also wenn ich die Folge gleich beende. Hey! Dann suche ich trotzdem noch weiter, weil kann nicht sein. Ist ein riesiger Sumpf. Hauptsache, da ist ein Schwein auf dem Baum. Das ist wichtig. Los, Lenk! Hier auch jetzt. Das ist eine riesige Insel, wo keiner drauf ist. Keiner! Warum ist das Boot denn jetzt kaputt gegangen? Verstehe ich nicht. So, warte mal, da ist ganz Slime. Oh, es wird wieder hell. Wir sind jetzt eine Nacht hier rumgepimmelt und haben keinen einzigen Glibber-Slime gefunden. Überlege ich gerade, ob ich das nicht gleich im Livestream mache hier. Wollt ihr ein Leben-Such-Livestream? Wollt ihr einen? Dann geht jetzt mal in die Videobeschreibung. Da sollte irgendwo mein Livestream-Kanal drin sein. Ansonsten debitorlp.de/livestream, dann seid ihr da drauf. Wenn ihr /leben eingibt, habt ihr die Playlist von allen Folgen. Und eventuell entweder My Stream Wars, also ich streame auf jeden Fall, entweder My Stream Wars oder Leben. Leben die Suche. Leben die Suche Teil 3. Ja, und in diesem Sinne sage ich dann jetzt einfach mal... Ich finde nix und tschüss, haut rein.